Hallo meine Lieben, heute möchte ich mit euch eine Karte machen und die sieht so aus. Ich habe hierfür das Stempelset Capture the Good hergenommen. Ich finde diese Kamera total toll und ich mache sie euch mal auf. Beziehungsweise, nee, ich habe sie ja so gemacht, dass ich das einfach abmachen kann. Ich habe es ja geknotet. Ich vergaß. So. Und so geht die Karte auf. Hier könnt ihr dann noch was reinstempeln, wenn ihr möchtet. Ja, und dann zeige ich euch, wie das Ganze funktioniert. Ich mache das jetzt mal an die Seite und hole meinen Papierschneider. Ihr braucht jetzt einen DIN A4 Bogen. Ich habe jetzt hier schwarz hergenommen. Entschuldigt bitte mein Licht. Irgendwie ist mein Licht defekt gegangen. Ich habe mir eine neue Lampe bestellt, die ist aber noch nicht da. So, und ich drehe mir das Ganze mal um, weil ich schneide immer hier auf der anderen Seite und mache meinen Arm raus. Na komm schon. So. Und schneide mir das Ganze der Länge nach zunächst auf 10¼ Inch. Die Zentimetermaße schreibe ich euch unten wieder rein, natürlich. So, und dann schneide ich mir jetzt zwei Stücke in der Länge von, beziehungsweise in der Breite von 4 Inch. Nicht in der Länge. Ach, nicht Zentimeter, Frau Hen. Inch. Einmal 4. Und 2x4. Das kann weg. Und dann falze ich mir das Ganze jetzt bei 5,5 Inch. Beide und noch mal bei 5,5. So, und jetzt habt ihr, wenn ihr das Ganze knickt, seht ihr das, habt ihr hier eine kürzere und eine längere Seite. Die kürzere Seite legt ihr jetzt bei 4 Inch an und macht euch, ich mache das Ganze mal runter. Und macht euch hier eine kleine Markierung mit Bleistift. So ein kleines Mal. Warte mal, ich mache das mal ein wenig höher. Außerdem bin ich aus dem Bild raus, sehe ich gerade. So, ihr macht euch jetzt. Sieht man, ja. Hier eine Markierung bei 4 Inch. Und hier auch wieder das kürzere Stück bei 4 Inch. Macht ihr euch hier eine Markierung. So. Und dann legt ihr das Ganze hier an, sodass eure Markierung und die Spitze hier unten in der Schneiderinne anliegt. Und dann falzt ihr das Ganze. Und das Ganze macht ihr hier auch noch. Hier die Markierung anlegen und hier unten die Spitze.
So, dann darf mein Papierschneider mal weg. Dann brauche ich jetzt noch mein Falzbein und gehe das Ganze noch mal mit dem Falzbein gut hier drüber. Und hier gucke ich jetzt, dass das alles schön bündig ist mit der Kante hier unten. Und hier auch einmal so rum. Ich gehe jetzt gerade über den Grat von der Schneiderille. Ich habe meinen Embossing Buddy angegriffen. Das heißt, ich habe hier überall Kreidepulver drauf. Deshalb mache ich so Abdrücke. So, und hier auch. So. Und dann wird das Ganze, müsst ihr jetzt gucken, ich mache das jetzt nochmal in die andere Richtung und das hier auch und gehe nochmal schön mit dem Falzbein drüber und dann habt ihr jetzt hier ein kleines Quadrat. Ihr könnt jetzt die Karte entweder so rumgestalten oder so rumgestalten, das bleibt euch überlassen. Also entweder nach oben oder nach der Seite geöffnet. Ja, das Ganze kleben wir jetzt aufeinander. Und zwar brauche ich jetzt ein wenig Flüssigkleber. So. Und mache mir das Ganze jetzt hier auf die Rückseite drauf. Ich mache es nicht bis ganz an den Rand, weil es kann sein, dass das hinten ein wenig übersteht. So, und dann klebe ich das Ganze jetzt hier an. Schaut bitte, dass ihr nicht über diese Falzlinie hier drüber kommt, sondern relativ bündig mit abschließt, weil ansonsten bekommt ihr die Karte nicht zu. Jetzt drehe ich mir das Ganze mal kurz um, schaue auf die Rückseite, wie es aussieht. Das sieht gut aus. So, und schon ist der Rohling fertig. Jetzt braucht ihr für innen drin zu dekorieren, das könnt ihr euch dann zurechtschneiden, je nachdem wie viel Lagen ihr wollt oder wie breit ihr das wollt. Ich habe meins hier schon vorbereitet. Ich habe hier ein Reststück von meinem Kraftcardstock, was ich noch hier hatte, und Flüsterweiß, was es ja jetzt nicht mehr gibt, sondern Grundweiß. Meins ist noch flüsterweiß, weil ich habe noch einen größeren Vorrat hier und das neue ist noch nicht da. Und ja, das Ganze klebe ich mir jetzt hier rein. So, und dann braucht ihr das Quadrat hier außen, hat jetzt die Maße 4x4 Inch. Das kommt jetzt auch natürlich wieder drauf an, wie ihr es matten wollt, wenn ihr das, schneidet euch das so zurecht, wie ihr das möchtet. Ich habe meins jetzt nochmal im Kraftcardstock in 3¾ x 3¾ und in Flüsterweiß 3½ x 3½ hergenommen. Und das Ganze schneide ich mir jetzt noch durch. Das heißt, ich nehme jetzt meinen Papierschneider her und lege mir hier die
Ecke auf Ecke, einmal diagonal an und schneide das Ganze durch. Ich fange immer, das ist meine Falzklinge, ich fange immer ein Stückchen weiter hier drin anzuschneiden, damit ich mir, wenn meine Klinge jetzt, die ist jetzt neu, aber wenn meine Klinge ein wenig älter ist, dass ich mir jetzt hier, wenn ich jetzt hier ansetze und runterziehe, dass ich mir keine Ecke hier rein haue, schneide ich das so und hier auch noch. Hier nochmal anlegen, Ecke auf Ecke. Und das Ganze kann ich jetzt auch schon mal aufeinander kleben. Einmal. Und zweimal. Super, jetzt habe ich hier. Na klar, geht ja nicht anders. Einmal drüber gewischt. Aber das ist kein Problem. Ich gehe da gleich mit meinem Radierer drüber, wenn es trocken ist. Und dann ist es weg. Beziehungsweise es kommt ja eh noch die Kamera drüber. Also von dem abgesehen. Schauen wir mal, was wir überdecken können. So, und jetzt klebe ich mir das Ganze. Noch hier fest. Und ich mache das, ja, ich mache das lieber mit Flüssigkleber. Das könnt ihr natürlich machen, was ihr lieber mögt. Aber so kann ich immer noch mal ein wenig korrigieren. Gerade ich klappere ziemlich mit meinem Armband, das ziehe ich jetzt mal noch aus. So, Moment mal, ihr Lieben. Ich mache jetzt gerade mal. So, jetzt ist das Geklappere nicht so laut. Jetzt habe ich aber viel Tombo an den Fingern hier hängen. Meine Güte. So, schauen wir mal. Jetzt mache ich meine Karte mal kurz an die Seite und stempel mir jetzt meine Motive. Dafür nehme ich Granit und Minzmakrone und habe mir hier in mein Stamparatus schon oder Stemperatus meine Kamera drauf gemacht und habe hier schon ein Stück Farbkarton drin. Und dann stempel ich mir das Ganze jetzt in Granit ab. Und
Wartet mal, ich muss mir gerade mal mein Stempelset hier unten drunter legen. Und am besten meinen Kleber hier hinten reinstellen, bevor er zu ist. So. Dann stempel ich mir das Ganze jetzt ab. Und gebe mir nochmal eine Lage drauf. So. Und dann mache ich mir jetzt auf die Rückseite gerade mal noch meinen anderen Stempel. Lege mir mal mein Tuch hier drunter, dass ich die nachher gleich sauber mache. Und nehme mir jetzt noch meine Linse mit dem Herz her. Und setze mir den Stempel hier drauf und stempel mir das Ganze jetzt in Minzmakrone ab. Das mache ich auch doppelt. So. Ich stempel mir jetzt gleich meine Sachen Tutu Kompletti fertig. Ich lege das gerade mal an die Seite und nehme mal eine zweite Platte hier. Und dann nehme ich zwei Reststücke von meinem schwarzen Cardstock, den ich hier habe, und embosse mir jetzt noch meine Schrift. Und zwar brauche ich jetzt die Stempel. Noch The Focus is All on You und It's Your Day. Und das Ganze werde ich jetzt stempeln und embossen. Ich nehme jetzt gerade meinen Embossing Buddy her und gehe jetzt hier drüber. Und werde mir den Stempel jetzt gerade so hier draufsetzen und einmal hier drauf. Dann nehme ich mir mein Versamark-Kissen her. Alle Informationen, Maße und Produkte, die ich verwendet habe, setze ich euch natürlich wieder unten in die Infobox rein. Einfach auf den kleinen Pfeil drücken und dann seht ihr das alles. So, jetzt stempel ich mir das ab. Machen wir lieber nochmal. Sicher ist sicher. So. Dann kann der Stempelradius an die Seite. Die mache ich mir dann nachher sauber, die Stempel. Und dann nehme ich mir jetzt mein weißes Embossingpulver her. Und gehe jetzt hier drüber. Und werde mir das Ganze jetzt mit meinem Erhitzungsgerät erhitzen. Ich lasse das jetzt gerade mal ganz kurz anlaufen.
Ja. So. Mein Pulver zumachen. Das hier werde ich mir jetzt mit Hand ausschneiden. Ich lasse jetzt, beziehungsweise mein Mann lässt dann jetzt den Zeitraffer laufen. Ich werde mir das jetzt ausschneiden, das ausschneiden, das ausschneiden und das könnt ihr ausstanzen, wenn ihr sie zu Hause habt mit der 3/4 Inch Kreisstanze. Die habe ich jetzt. Nee, es war nicht die 3/4, es war die 1/2 Inch, glaube ich. Nee, 3/4 Inch, glaube ich, war es. Moment, ich probiere es. Ja, die 3/4 Inch Kreisstanze. Da könnt ihr euch das Ganze ausstanzen. Und dann habt ihr das schon hier und das andere werde ich jetzt fix mit Hand ausschneiden und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich alles ausgeschnitten und nee, das brauche ich ja nicht. Jetzt nehme ich meine Karte her. So, dann drehe ich die so rum, dass ich meine verpatzte Stelle hier überkleben kann. Und ihr müsst jetzt darauf achten, beziehungsweise ihr könnt jetzt auch, ja, je nachdem, was ihr jetzt machen wollt, nach oben oder nach unten, dass ihr das Ganze richtig fixiert. Und ihr macht jetzt, weil das Ganze geht ja so auf. Das heißt, hier oben wird fixiert. Ich nehme jetzt meine Dimensionals her. Ne, das sind meine Mini, die will ich nicht. Ich will meine großen. Wo seid ihr denn? Wo habt ihr euch versteckt? Es ist ja nicht so, dass ich sie nicht gerade vorhin in der Hand hatte. Entschuldigt bitte für den Wackler. So, jetzt sind sie spurlos verschwunden. Ich hab's gewusst. Egal, dann nehmen wir die Minis. Und jetzt schaue ich gerade, wenn ich mir das Ganze so hier anlege. Mache ich mir so hier in dem Bereich, da ich jetzt die Minis habe, nehme ich mir jetzt am besten 3. So hier oben und ungefähr hier. Klebe ich mir die an. So, jetzt noch mal schön zentrieren. So. Dann It's Your Day. Das mache ich mir hier unten hin. Das klebe ich aber flach. So. Dann kommt meine Linse hier drauf. Da mache ich auch ein Dimensional drunter. Ich finde es so schön. So, und das Ganze klebe ich mir jetzt hier drauf. Da mache ich mir auch ein Dimensional drunter.
Und dann braucht ihr jetzt noch ein wenig Schleifenband. Ich habe hier noch einen Rest von einem älteren SU-Band, was ich noch hier habe. Und lege mir das Ganze hier drumherum. Und brauche meine Bänderschere. Und mache mir jetzt hier einen Knoten rein. Ihr könnt natürlich, wenn ihr das ja, von euren Beschenkten binden lassen wollt, natürlich auch. Mann, jetzt habe ich mich hier verknuddelt. Ja, ohne zu verknoten binden. So, und dann mache ich jetzt noch eine Schleife. Jetzt aber sehr. Ein sehr, sehr krasser Winkel gewesen. So. Und dann kann man das Ganze hier abziehen. Jetzt muss ich aber mal noch, beziehungsweise das mache ich nachher, gucken, ob man meinen Patzer hier sieht. Dann gehe ich noch mal mit meinem Radierer drüber. Und ihr wisst ja, alle, die mich kennen, ohne Klitzi geht's nicht. Dann mache ich mir jetzt hier noch ein paar von meinen Strasssteinen drauf. Ist wieder alles doch am Platz. So. Und so. Und fertig ist die Karte. Ich hoffe, sie gefällt euch und macht euch Lust aufs Nachbasteln. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei und bis bald wieder, ihr Lieben. Tschüss!